Ja, hoffe ich doch. So, Hülle des Mondclans, Ebene 1. Auch hier gilt wieder durchrennen. Ah, Mann. Durchflutende Wangerpuppe ist auf jeden Fall was für... Nicht Nekromanten. Ich will mal Nekromanten sagen, aber in Wirklichkeit ist es ja ein ganz, ganz anderes. Und zwar... Werdet ihr nicht überleben. Haben sie auch nicht. Geringer Heiltrank, der muss mit. Also es klingt unglaublich, aber mir sind tatsächlich die Heiltränke hinterher ausgegangen. Also hier im ersten Akt noch nicht, aber später schon. Also gerade Nahkämpfer sollen da öfter mal einschlucken. Ist mir ja noch nicht so passiert, weil man kann das halt nicht so oft. Also ich weiß nicht, vielleicht können die anderen Klassen öfter Heiltränke trinken, aber ich kann das hier nur alle... Was, 30 Sekunden sogar? Oh Gott, mir war wie 15. Alter Schwede, na gut, dann bringen die Heiltränke ruhig nicht. Also früher in Diablo 2 und 1, da musste man, hat man ja gepottet wie so ein Wahnsinniger. Ich weiß noch nicht ein, wie die heißt. Ich glaube, ich guck gleich das Item an, um zu sehen, was das ist. Bam. Stopp. Und zwar, es ist ein für den Hexendoktor. Ah, so ist die Klasse. Quasi der Erbe vom Totenbeschwörer. Erbe vom Totenbeschwörer. Den habe ich mal versucht, in Diablo 2 zu spielen. Das ging einfach nicht, weil der Mann hatte nie Mana. Das war echt abartig. Man konnte ja Mana-Tränke nicht kaufen. Oh. Wie lange habe ich gearbeitet, um die dunklen Künste zu meistern? Endlich ernte ich die Früchte meiner Arbeit, denn Magda hat mich zur Kenntnis genommen. Sie hat mir eine besondere Aufgabe versprochen, die dem Erhabenen unendlichen Ruhm bringen wird. Ich kann kaum ein Auge zutun, bis sie mir den Plan am Morgen mitteilt. Verrat! Ja, was ich gerade sagen will, Mana-Mangel. Also die Zauberin hatte ja auch Mana. Das war überhaupt gar kein Problem, weil die hatte eine Fähigkeit, die ist Wärme, die kommt man ab Level 1 leveln. Die, das sollte man auch tun. Ja, sehe ich, das ist wahrscheinlich nicht nur einer. Oh, ist schon wieder auf. Oh, ich glaube, es wird Zeit für einen taktischen Rückzug oder er rennt mal durch ein paar Heiltränke, das wäre auch nicht schlecht. Das ist echt ein Nachteil an Fernkämpfern, man kommt halt selten, ganz selten über diese Heilblasen. Was will man da... Nee, ich hoffe nicht. Oh, da lag noch gerade eine Kappe des Falken, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Mana-Mangel. Die Zauberin Wärme hat Magie-Regeneration gemacht. Wenn man das so ein bisschen gelevelt hat, lief das ja mit Mana so wie hier. Also es hatte sich halt immer erholt und es war halt immer voll und es war absolut gar kein Problem. Es gab keine Probleme und gar nichts. Absolut kein Problem. Super Ausdruck von mir auf jeden Fall. Ja, und der Totenbeschwörer hatte nichts dergleichen. Und da man Mana-Tränke nicht kaufen... Ich glaube, hinterher konnte man sie kaufen. Mit irgendeinem Patch ging das denn. Aber am Anfang konnte man auf jeden Fall keine Mana-Tränke drauf. Und das war so ein Elend. Man konnte nicht zaubern. Dann gab es noch so tolle Fähigkeiten wie Kadaver-Explosionen, die nichts gebracht haben, wenn niemand tot war. Man konnte zwar mit seiner Skelettarmee loslaufen, aber naja, das war halt... Weil man hätte halt Gegenstände sammeln müssen, die... Hallo? Okay. Die halt die Regeneration erhöht haben, aber die gab es irgendwie nicht. Vor allen Dingen nicht auf den früheren Level. Ich glaube, ich bin nie weitergekommen als zweiter Akt, weil da hat Dougal gewartet und der war schon mit der Zauberin, die deutlich mehr Mana hatte, schon ein Problem. Und naja, Dougal war generell so ein Problem für sich. Ach, damals, das waren noch Zeiten. Ja, das Problem gibt es ja nicht mehr. Der arme Totenbeschwörer, der hat doch mal einen schweren Stand gehabt mit seinen Skeletten. Der hat sich auch nicht so richtig flüssig gespielt. Man musste halt mal warten, bis alles tot war. Das war alles... Naja. Ah, ich weiß nicht, das ist... Hallo? Ist er aber immer tot? Ruckel? Was ist denn hier los? Also ab und zu lädt das Spiel mir was nach. Und zwar ziemlich extrem. Da habe ich gar nichts im Hintergrund an, was das irgendwie begünstigen könnte. Was ist denn hier unten für ein Lager? Ich glaube, ich habe nie in Diablo 2 den Barbaren gespielt. Aber ich glaube, er war relativ langweilig zu spielen halt. Und deswegen ist der jetzt... Jetzt ist er ja overpowered, ne? Hat man ja wohl eventuell bald mal genervt werden. Ich habe auch irgendwas von PvP gehört in Diablo. Das erscheint mir irgendwie sehr sinnlos. Also wenn da wieder Barbaren gestimmt kommt, sehe ich da nicht eigentlich große Chancen für mich als... Oh, guck mal, Teil 2. Sieben Menschen. All meine Arbeit für einen Haufen dämlicher, stinkender Ziegenmenschen. Magda behauptet, dass sie unsere wertvollsten Verbündeten sein werden. Und dass die Aufgabe eine ist, die sie niemandem außer mir anvertrauen kann. Aber ich weiß, wo ich hingehöre. Ich bin zutiefst verletzt und gedemütigt. Okay, war Ulrich der Seher eventuell der draußen rumstand? Nee, oder? Ich habe nicht so auf Namen geachtet. Diese Ruckler sind echt ein bisschen sehr unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist doch sehr peinlich, so zum Zugucken. Auf einmal steht das Bild, das ist nicht schön. Ja, Diablo 2, da kann man ja viel sinnieren. Das habe ich ja auch relativ viel gespielt. Also das... Boah, das ist noch richtig lange her. Das fällt mir gerade wieder ein. Also Diablo 2 ohne Addon, das habe ich damals auf einer... Ich hatte damals eine 4 GB Festplatte oder so.
Und das war echt ein Akt, Diablo zu installieren, weil das war 650 MB normal groß, aber das war dann ohne Videos, ohne Sound, einfach ohne alles. Da musste man halt die ganzen CDs einlegen. Für Zwischensequenzen musste man auch die Video-CD einlegen. Das war damals echt eine Überlegung. Installiere ich das Spiel mit Video oder ohne? Installiere ich das mit Sound oder mit ohne Sound? Nee, halt, man muss es immer ohne Sound installieren. Das war nämlich der Kopierschutz, dass die GameQ irgendwas halt, wie die Datei hieß, die lag auf der CD und die musste, das war der Spielsound, ohne ging das Spiel halt nicht an. Und das war mehr oder weniger der Kopierschutz, weil ohne die ging es nicht. Irgendwie ist es, naja. Mit Lord of Destruction musste man dann den Spielsound nochmal rüber installieren. Das war nämlich der Grund, warum man die Spiele-CD von Diablo 2 nochmal einlegen musste, wenn man das Addon installiert hat. Ah, das waren Zeiten, da hatte ich noch einen 350 MHz Prozessor und eine River TNT 2. Das ist eine Grafikkarte, das ist legendär, das Ding. War auch schon ein bisschen älter. Ich habe ja damals immer die Ersatzteile von meinem Vater gekriegt, da war ich noch richtig jung damals. Also, zumindest am Anfang. Das ist. Alter Schwede, das ist ja fast schon antik. Das sind ja. So lange ist das gar nicht her. Das war 2002, kam, glaube ich, Diablo raus. Oh Mann, ey. Teleporter sind mal unsympathisch. Machen wir unsichtbar. Ich verschwinde. Nicht genug Hass. Was macht der? Was macht der Templer da eigentlich? Der hätte wie Maulaffen fallen und guckt zu, wie die Viecher mich da bewerfen. Du hast gar nicht gemacht, du faule Sau. Wir müssen übrigens immer noch den Wagen finden. Der wird hier wahrscheinlich nicht am Weg stehen. Ich glaube, stand da auch nicht. Doch, da ist er. Also, nicht doch, er steht am Weg, sondern doch, da ist der Wagen. Juhu, dann können wir nämlich auch gleich dem Weg folgen. Na, guck mal, Stab der Kasra. Oh, wahnsinnig viel Gold raus. Unsichtbar. Also ich wüsste nicht, wie es ohne Begleiter ist, ob das dann irgendwie noch sinniger ist mit warte mal, da unten steht noch was. Ein Gelber, oder? Ja, nee, wieder einer sogar, alter Schwede. Hallo? Da hinten ist noch ein Gelber, also Blähdarm, der Verdammte? Ich mach mich mal unsichtbar. Ich treffe gar nichts, ne? Ich habe gerade unten auf die Fähigkeit geguckt, oder beziehungsweise auf meinen Disziplinvorrat, wie viel ich noch hab. Auf mich anzuwerfen, ich bin nicht da. Oh, in Vergangenheit schwelgen, das ist natürlich auch was Schönes. Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr. Das ist 333 MHz waren so. Nee, ich glaube, es waren wirklich 333 MHz. Ich überlege gerade, wie viel RAM ich hatte. Ich glaube, es waren 128. Denn, also ich hatte unglaublich viele RAM-Plitze auf meinem Mainboard drauf. Ich glaube, 6 Stück oder so. Und irgendwie habe ich den, also es war noch alter SD-RAM. Der ist richtig alt und langsam vor allen Dingen. Und für diesen SD-RAM habe ich dann irgendwo, habe ich dann noch RAM-Module gekriegt. Die waren ganz klein. In der Mitte hatte ich auf jeden Fall eine ganz krumme Zahl. Ich glaube, 324, ne, das kann nicht sein. Das ist keine Zahl, die reinpasst. Auf jeden Fall hatte ich ein ganz seltsames Verhältnis an RAM hinter auf dem Rechner. Das war auch, das war glaube ich auch nicht stabil. Das war nicht schön. Aber Diablo lief. Das lief super, das gute alte 2D-Spiel. Oh, warte mal, hier oben wird auf mich geschossen. Was hat er gesagt? Khazar, Sarkash? Ah, wahrscheinlich Angriff oder so. Ich komme hier irgendwie nicht durch, die Kollegen hier. Jungs, ist mein Templar eigentlich schon wieder tot? Ne. Kann mir unsichtbar machen. Mein zweiter Rechner hatte dann immer schon 900, nein, 1200 MHz, nee, oder 900, bin mir gar nicht mehr so sicher, wie viel das waren. Aber es war auch nicht so richtig viel mehr und es waren auch mehr als 256 MB RAM. Oh nein, es war der gleiche Rechner, ich hab nur, ach genau, der Duron-Prozessor war noch drin, das war auch so, die waren zwar saumäßig billig, aber die waren auch saumäßig schlecht. 900 MHz und so ein Duron-Prozessor war nicht feierlich. Aber immerhin lief Empire Earth damals dann halbwegs flüssig. Das ging mit einem 350 MHz Prozessor, war das nicht so cool. Und Warcraft 3 lief auch nicht besonders gut. Ah ja, auf so einer Bude hat man früher Diablo 2 gespielt. Was ist denn das hier für ein Boden? Ich hab's doch gewusst. Aber ich sehe, dass da eine Falle war. Ja gut, vielleicht sieht man das auf YouTube. Ach doch, eigentlich schon. Ich poliere immer höchste Qualität. Das sollte man noch auf YouTube sehen. Ja, oh, totes Tier. Ah, war ja klar. Unsichtbar, ich kann mich nicht sehen. Ha, 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 ha. Die Rauchbombe. Ah, das hätte man effektvoller machen können. Obwohl, wenn hier eine dicke Rauchbombe geplatzt wäre, hätte man wahrscheinlich gar nichts mehr gesehen. Ey. Hör auf mich zu werfen. Ja, damals wären solche Sachen wie gar nicht zu denken gewesen. Also neben der Tatsache, dass 56 kam oder nicht so toll ist zum YouTube gucken. Ab und zu komme ich immer an Gegenden, wo ich nicht so gut empfangen habe, wo ich dann irgendwie abends da noch im Bett liege. Fuhr mich da auch mit Handy rum und mit Edge YouTube-Videos zu gucken auf 360p oder am besten noch 240p. Selbst da gibt es noch Nachladerucker, das ist nicht schön. Und Edge ist sogar ISDN-Geschwindigkeit, also doppeltes 56k. Also. Wer jemals 56k gesurft ist, weiß, wie lange es dauern kann, ein Bild zu laden und flucht bei jeder Werbung, die umsonst lädt. Also, heutzutage liebt man ja auch ein paar Werbevideos, die am besten noch Sound machen. Ich hasse sogar Videos mit Sound. Da ist ja, naja, das ist halt ein Windows-Eil da mit DSL 16.000 und manchmal auch keine richtige Platte mehr drum. Ah, das war früher so. Kann er nicht hochschießen? Ach, mit Dauerfeuer geht's oder was? Genau.
Der liegt mir gerade schon wieder so zigtausende Gift-Dinger, Ruckel. Ich bin nicht da. Der Templer steht ja ganz vorne. Wie viele Heilblasen da vorne noch liegen. Der ruckelt schon wieder. Das ist ja sehr nervig hier. Ach, weil der Templer gestorben ist. Ich glaube, das wird doch flüssiger, je mehr Sachen passiert sind. Also wenn erstmal alle einmal gestorben sind und... Achso, das daneben ist, glaube ich... Aua. Ach, Rückstoß. Ich bin nicht da. Immer noch nicht. Ich bleibt eigentlich mein Templer? Da müssen wir irgendwie aufstehen. Ich bin immer noch nicht da. Achso. Nee, doch nicht. Da war der Templer. Ich dachte gerade, die rennen dann einfach irre durch die Gegend, wenn sie nicht mehr wissen, wo der Gegner war, den sie... Ja, total. Also unglaublich gefordert bin ich jetzt nicht, wenn man ein bisschen aufpasst, nicht hier in die Bäume reinrennt, kann ja endlich viel passieren. Oh Mann, ey. Diese Hinterhalte hier, die sind... Ich frag mich auch immer, wo diese Riesenviecher mal rauskommen. So aus dem... Aua! Verdammt, das hat nicht aufgepasst. Hier, diese Giftpflanzen, sehr vorsichtig mit sein. Es ist schon der ein oder andere Barbar... Scheiße. Das ist jetzt echt extrem doof, der blockt mich. Ja, ich muss mal einen Hipot nehmen. Ja, genau so stoppt man auf jeden Fall. Das ist total toll, wenn man in so einer Giftpflanze steht und nicht wegkommt. Also Blocker plus, also so ein Baum mit Blockerfähigkeit wäre, glaube ich, der Overkill. Also, sich da die KI dann noch ein bisschen klug anstellt, dann ist Sense. Oh, mein Templer sieht auch nicht mehr so richtig gesund aus. Naja, der wird sich schon erholen oder sterben und dann wieder da sein. Weiß gar nicht. Ach nee, da hat er gar keine Rüstung, die kaputt gehen kann. Insofern muss ich mir da überhaupt keine Gedanken machen. Und wir folgen... Ach, der kann sich ja selber heilen. Stimmt, der kann heilen. Wir folgen übrigens mehr oder weniger weiter dem Weg, all die, weil ich hier keine Lust habe, hier stundenlang über den Ball zu laufen. Wir wollen ja auch mal eine Story vorankommen. Grinden kann jeder für sich selber. Da kann man auch Diablo 2 spielen. Suchtspirale funktioniert übrigens wunderbar. Da könnt ihr Anekdoten erzählen. Kumpel, mit dem ich halt hier gestern die meiste Zeit gespielt habe, der mit seinem Barbaren, der wollte Diablo das gar nicht kaufen. Der wurde mehr oder weniger... den haben wir dann im... Computerelektronik, nee, im Medienfachladen, also nicht Medienmarkt, war es nicht, ne? Keine Schleichwerbung hier. Auf jeden Fall, den haben wir mehr oder weniger mit Diablo in der Hand zur Kasse gedrängt, hat sich dann geholt und dann war er auf einmal ganz doll begeistert mit seinem Barbaren, den er Thor nennen wollte, aber hat er nicht gemacht. Barbar hat irgendwie gleich als erstes so eine Fähigkeit, irgendwie Hammer der Uhr an, heißt, das sieht, er haut halt seinen mächtigen, dicken Hammer da auf dem Boden und, mächtigen, das hört sich falsch an. Ach, das war ganz doll herrlich. Na? Kommt nichts raus. Und er ist jetzt total begeistert. Guck mal, Katzraköpfe gesucht. Achso, das kenne ich schon. Die Katzra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Sie greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Katzra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Also, ich wäre durchaus bereit, da die ganzen Köpfe zu sammeln. Also, für die Anzahl an Köpfe, die ich mit... Oh, was sind schon da? Nein, sind wir nicht. Das ist... Also, das Ding ist jetzt immer gleich. Das haben wir letztes Mal auch gefunden, diese komische... Ich weiß nicht, Kirche? Denn der Baum da unten her. Einwohner von Wortham. Ich freue mich zu berichten, dass ich den Willen der Gefangenen aus Wortham gebrochen habe. Die Worte flossen aus ihren Mündern wie Blut aus einer Wunde. Unsere Beschwörer können die Waffe auf euren Befehl hin einsammeln. Und der Feind wird nichts davon merken. Die Waffe? Ich bin verwirrt. Ich glaube, den Text habe ich beim ersten Mal nicht gefunden. Es gibt natürlich auch dafür ein Archivment, wie es hier für jeden Mist ein Archivment gibt, alle Texte einzusammeln. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich gerade gesprochen habe. Ich hab mich erst über alte Rechner ausgelassen, das ist noch gar nicht vorbei. Ach genau, ich habe erzählt, das ist auf jeden Fall die Suchtspiel... Oh, guck mal, der Wegpunkt, den hätte ich ja beinahe übersehen. Das wäre ärgerlich gewesen, jetzt rennen wir rum. Da fällt mir ein, ich müsste mal was tun. Einen Moment. Kurze Aufnahmeunterbrechung wegen Asynchronität. Das liegt an meiner langsamen Festplatte. Also immer wenn die Frames ein Stück runtergehen, dann... Nein. Meine tölpelhaften Freunde interessieren sich nicht weiter für die Kasra, nur für die Kopfprämie, die auf sie ausgesetzt ist. Ich auch! Aber ich bin sicher, dass man mit ihnen kommunizieren kann. Es ist zweifellos gefährlich, aber dieses Risiko gehe ich gerne ein. Ah ja. Was ich gerade sagen wollte, ich muss ab und zu mal die Aufnahme pausieren und wieder stoppen, weil sonst wird die Tonspur asynchron. Das ist mir bei Skype mal aufgefallen, so nach 4 Stunden Aufnahmesession war dann auf einmal, war das Audio, was waren das? Ich glaube 2 oder 3 Sekunden schon verschoben. Das ist auf jeden Fall aufgefallen, wenn ich irgendwas gesagt habe, was ich erst danach mache. Und das, obwohl prophetisches Sagen geht noch so, aber wenn man das im Nachhinein, wenn man das zu langsam sagt, das ist dann irgendwie, das stört enorm, wenn man irgendwie sagt, was hast du zu sagen, man spricht schon lange in den Dialog. Oh, bin gelevelt. Cool. Mein Training.
Wie gesagt, ich würde ja gerne 25 Gold für jeden Kassara-Kopf, oh, hab ich.